Gab's nicht irgend so eine Valkyrenrüstung zum Craften? Oder gibt's das erst später? Irgendein krasser Axtknauf war von den Valkyren, das weiß ich noch. Später? Okay, schade. Schon drauf gefreut. Wir müssen halt jetzt den nächsten Step haben. Wir brauchen Stufe 5. Tust du was Bestimmtes, Junge? Noch was? Hey, es wird schließlich niemand gezwungen. Kannst du das Kind verkaufen? Oder was lese ich hier? So, wir benutzen jetzt aber mal eine andere Fähigkeit. Eine, die mehr Schaden macht. Na, die hat einen Schaden von 3. Kann ich bis auf 5 upgraden. Die letzten Upgrades sind immer so geisteskrank teuer. 13.000 XP kostet das nächste Upgrade für 5er Schaden. Aber das sind beides zwei gute Schadensquellen gegen ein einzelnes Ziel, würde ich behaupten. Einfach das, weil ich es halt aufladen kann, ne? Oder der Strahl. Aber ich bin ehrlich, Chat, diesen Strahl, ich wechsle mal Cam, diesen Strahl hier, der ist super OP gegen die Valkyren. Weil es halt nur ein einzelnes Ziel ist. Aber ich möchte den eigentlich nicht abusen, weil er schon fast zu stark ist, würde ich sagen. Also den werde ich nicht abusen, nee. Da lasse ich mich lieber von der Königin richtig schön verdreschen. Ihr habt ja auch gerade gemerkt, Chat, ich habe mich auch öfters nicht wiederbeleben lassen. Ich will dann den Kampf auch einigermaßen clean spielen. Ich finde so einen Bossfight bei Dark Souls, wenn man 15 Healflaschen hat und dann sippt man sich 13 rein und schafft so den Fight gerade so, das ist gar nicht mehr mein Anspruch, ne? Dann hat man ihn geschafft so auf Krampf. Wenn, dann will ich auch einigermaßen so im Momentum sein, einigermaßen im Flow und das recht clean spielen. Dann macht mir das einfach mehr Spaß, ne? Kann jeder spielen, wie er möchte. Wenn man einfach nur, ja, es hinter sich haben will, völlig okay, verstehe ich auch. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe mich gerade ein paar Mal sterben lassen, weil ich dann auch schön parieren wollte. Es macht einfach mehr Spaß dann. Hehlläufer-Besatzung töten. Wir haben auch noch einige Nebenquests laufen, ne? Sobald wir Stufe 5 sind, befreien wir auch den Drachen. Das ist der bei unserem Haus. Und hier ist die Hexe. Hey, warte auf mich. Im ersten Playthrough kann man das aber machen. Henrik, du kannst das Spiel spielen, wie du möchtest. So wie du darauf Bock hast. Ich möchte halt, wenn ich eine Valkyrie lege, dann auch so einigermaßen clean. Nicht einfach nur hinter mir haben, weißt du, ich meine. Der Titel ist gut. Fühle ich, feiere ich. Können auch mal hier überall an Land gehen, ne? Hier gibt es auch noch einiges zu erkunden. Jetzt machen wir erstmal hier die Valkyrie, habe ich Bock. Kopf, du steckst voller Geschichten. Kennst du auch eine unterhaltsame? Ich muss doch sehr bitten. Er hat sich beleidigt. Hab ich gemerkt. Ihr wollt also einen echten Knüller. Nur zu gern. Ich erzähle euch die Geschichte von Ruhm. Schon leer, so gut wie. Die wahre Geschichte. Es gab eine große Schlacht, stimmt's? Auf seinem Schrein sieht man ihn im Kampf gegen die Asen. Eine nette Geschichte, aber nein. Ruhm, die Irune mit den frostigen Sandballküren mit jedem Hit. Meinst du das, wo die Axt dann so mit Eis durchzogen ist? Nie benutzt. Er war unglaublich stark. Jedoch auch ein Einfallskünstler. Odin sah ihn eines Tages durch Midgard. Henrik, klar habe ich das Game auf Platin. So amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Ich weiß, ich war ein Weilchen auf einem Berg.
Aber seit wann bleiben die Toten denn nicht mehr tot? Etwas Wiederbelebung unter Freunden. Die Cola-Dose schon leer, so wie ApoRed's Konto. Aber ganz viel scheint nach Midgard zu schlendern. Laut Freya ist das Gleichgewicht gestört. Es wurde an Kräften herumgepfuscht. Oh, das ist offensichtlich. Und Odin ist der König der Pfuscher. Ich will mir nicht ausdenken, was er getan hat. Vielleicht etwas mit den Walküren. Das wäre für wahr ein gefährliches Spiel. Eisdealer, der Command ist ja auch Ausrufezeichen großes I und G und nicht nur Ausrufezeichen G. Ausrufezeichen IG geht für Instant Gaming. Das an unserem Hintern ist ein sprechender Kopf, der uns gerne mal eine Story erzählt. Ist das nicht schwer, diese kleine Dose zu greifen? Ah, jetzt komm. Auf jeden Fall ist sie leider leer schon. Ups. Also die Walküre, die einem so ins Gesicht tritt, die kann gerne noch ein bisschen warten. Wohin jetzt? Boah, so episch. Man weiß schon. Hier passiert. Hier erwartet einen irgendwas. Hey, Knossi! Danke für den 6K-Viewer-Raid, Mann. Was geht ab, Mann? Wir spielen gerade God of War am PC. Neuer Play. True, also nochmal, wir spielen nochmal durch komplett. Machen auch alle Nebenquests und alle Walküren, die ja optional sind. Sind auch gerade auf dem Weg zu einer Walküre. Sind sehr geile Bossfights, also ja. Legt die Füße gerne hoch und entspannt euch hier. Schaut noch ein bisschen zu auf gemütlich. Grüße gehen raus. Generalen folgen, wenn ihr die Follow-Emotes genießen wollt. Grüße, Maschinengewehr geht raus. Danke, Ehrenbruder Knossi, für den dicken Raid. Und Knossi möchte mein Freund sein. Sehr gerne. Aber nur, wenn er mich untenrum ab und zu ein bisschen anfasst. Und ja, wir sind halt gerade auf dem Weg zu einer Walküre. Die wird uns jetzt ein bisschen verprügeln, aber sind geile Fights. Und quasi der Run, den wir hier machen, ist so Vorbereitung für das neue God of War, was droppt am 9.11. Also nicht mehr lange hin. So. Dann bin ich mal gespannt. Instant Gaming ist keine Abzocke. Nö, überhaupt nicht. Ich kaufe selber bei denen immer ein. Keine Ahnung, bestimmt schon 100 Keys gekauft. War immer alles in Ordnung. Ich hatte von, glaube ich, 100 Keys hatte ich ein oder zweimal, dass der Key nicht ging. Da habe ich den Kontakt kontaktiert. Neuen bekommen. Easy. Da ist wahrscheinlich irgendwas im System mal durcheinander gekommen. Jetzt hier unten nichts außer einer Kiste. Zwei Kisten. Ich finde halt Instant Gaming so krass. Ne? Der Name von Instant Gaming ist halt so diese spezielle Funktion auch der Webseite. Während du im Bestellvorgang bist, wird der Key schon im Hintergrund für dich zurechtgelegt. Und wenn du bezahlst, ist sofort der Key innerhalb von 1-2 Sekunden in deiner Bibliothek. Das finde ich bei Instant Gaming so geil. Nicht ewig lang auf Keys warten und wenn es nur ein paar Minuten sind. Ich habe mal bei Amazon habe ich mal Guthaben gekauft, Bruder. Habe einfach einen Tag auf das Guthaben gewartet, die Hurensöhne. Ist wirklich bodenlos gewesen. Nikun, danke noch für die 5 verschenkten Subs an die Community. Gönnt mal ein Yippie und eine Bombe. Und Eagle, vielen Dank auch für 14 Monate im T2-Sub. Vielen Dank. Hast kein Prime, ja, das ging nicht beim Guthaben. Die hatten einfach das Guthaben irgendwie nicht auf Vorrat und dann haben die es mir irgendwie nachgeliefert. Wir müssen sie retten. Denk nach, bevor du handelst. Sind wir bereit für einen so mächtigen Gegner? Also ich bin es. Ja, ich auch. Falls das von Belang ist. Wie viele den feiern, den Titelchat. Feier ich. So, jetzt bin ich mal gespannt.
macht übelst Damage. Hör, die spawnen Gegner. So geil, dass er in der Animation eigentlich nichts treffen kann. Auch sie nicht. Leuchtet sie so lila. Alter, ich wurde von hinten vernascht. Warum spawnt sie denn normale Gegner? Was ist denn das für ein Schmutz? Warum nicht ein faires 2 gegen 1? Warum macht sie nicht ein faires 2 gegen 1? Also, wir sind zu zweit. Sie ist alleine. Aber krass, wie stark die beiden Moves sind. Aber sie macht irgendwie gar keinen Move danach. Ich bin wirklich verwirrt, dass sie so viele Gegner spawnt. Bin ich echt verwirrt. Ja, erstmal gegen die Wand laufen. Ich muss mal ganz kurz die Rune durchlesen. Bis zu 3 Frostschadenwellen. Aha, okay. Wiederholtes Drücken. Kann ich noch öfters zuschlagen. Oh, das ist immer sehr frustrierend, wenn die einfach rauslaufen. Aber ein schöner Multikill. Ey, das ist so dumm, dass hier einfach so random Gegner spawnen, Mann. Bro, also was ist das für ein Bossfight? Hallo? Ein Moment! Finde ich wirklich ein bisschen random. Bisschen random mit den ganzen Gegner-Spawns. Naja. Also die kriegt gut Damage rein. Yeah.
Mann, das nervt so! Ihren verdammten Range-Angriff und ganzen Gegner-Spawns. Scheiß Ads, genau. Achso, du meintest die Werbung. Ads nennt man eigentlich auch bei so Spielen wie Diablo, nennt man so ganz viele normale Gegner Ads. Er regt sich über Werbung auf, Digga. Ich dachte, er meint die Ads, die mich abfacken. Oh, Alter, die hat einfach gerade alle auf einem Fleck gespawnt. Die wurden gerade echt alle geschlachtet. Oh, ganz belastender Hase. Oh, die nervt. Och, Manno. Ich muss mich ja um die Scheiß-Ads kümmern. Digga, der Bossfight ist jetzt nicht wirklich einfach nur abfuck, weil die ganze Zeit vercrackte Ads reinspawnt. Ich kann die Ads nicht ignorieren. Ich bin am Anfang ein paar Mal gestorben, einfach nur, weil die auf mich einprügelt dann. Das kann ich auch nicht machen. Gebrochen. Danke dir! Level 4, by the way! Meine Fresse, du! Kümmer dich nicht um die Ads! Fokus auf den Gegner! Am Arsch! No!
Boah. Schwanz! Ja, na klar. Ich komme. Ach, die machen sehr krassen Damage, die Ads von der. Menno. Aber absolut machbar. Lass einen stehen. Ja, Bruder, nicht so leicht. Ey, diese verdammten Magma-Ads. Yeah.
Mann, die nervt auch mit ihren komischen Schildangriffen, Mann. Du besiegst mich nicht. Erstmal noch ein paar Leute reinspawnen. Stimmt, sie besiegt mich auch nicht, sondern ihre Ads. Mann! So ein dummer Fight, jetzt mal ernsthaft. Das ist ein richtiger Schmutzabfuck-Fight. Warum spawnt die ganze Zeit Ads? Was ist denn das für, Alter, an den Fight kann ich mich gar nicht erinnern. Retalk, der ist ja einfach nur Schmutz. Wo ist mein Leben jetzt schon wieder hin? Hallo? Hat die mir gerade alles abgezogen mit einem Hit? Ob die spinnt, die Nutte? So jetzt. Ach, die kann man nicht blocken. Ja, okay, langsam habe ich's. Ich glaube, langsam habe ich es. Aber ich kann ja so heftig viel Damage machen mit meinen Fähigkeiten. Sie weicht zweimal aus, die verdammte Nutte, die! So geisteskrank verdrückt. Thank you.
Diese Range-Angriffe. Du stinkst! Bin unterwegs. Stich in den Rücken. Hey, also die ist wirklich... Ich finde die echt sehr nervig gemacht. Bro, ich habe einen Schlag bekommen. Die machen ja auch alle so krank die Damage, Mann. Das sind auch keine normalen Gegner. Die machen irgendeinen geisteskranke Boost und Damage, Mann. Ehrlich mal den ausgewichen. Und den wieder nicht. Perfekt. Mano. Ach, come on, man. Ja, flieg wieder weg. Oh Mann! Digga, ist nicht mal ihre Munition davon alle oder so? Nee, diesmal hole ich mich rein. Hö, ich hab keinen Stein? Doch, ich hab einen Stein. Hä, ich hab keinen Stein? Hab ich keinen Stein? Warum hab ich keinen Stein? Mann, Chat, hört auf zu nerven mit diesen Klingen, bla bla bla. Meine Fresse. Warum habe ich keinen Stein? Habe ich eigentlich einen Wiederbelebungsstein? Doch, habe ich. Ich konnte ihn gerade nicht einsetzen. Kind war down, deshalb. Ach so, wenn er mit Erwürgen und so beschäftigt ist, kann er nicht wiederbeleben. Ja, moin. Wäre mal cool, wenn er Prioritäten setzt.
Dead wiederbeleben vor Würgen. Hier gibt es wirklich viele Trauer. Ja, die tun auch aus ihrem scheiß Arschbrocken. Mann, oh, immer wenn ich irgendwelche Runenangriffe einsetze, tut die dumme Nutte immer irgendeine Scheiße nach mir werfen. Die ist so abfuckt, die alte Kachba. Boah. Das war ein geiler Sidestepper. Da hat Ehrenbruder Mimir mich gut gewarnt. Oh, Bodyblock. Oh no! Wie viel Damage die alle machen! Mann! Mann, oh, bis dahin eigentlich gut gespielt. Die Ads, Digga, die Ads sind so stark. Yeah.
ich mache einen Parry. Und was macht sie? Shooting auf mich weiß oder was? Keine Ahnung, was sie da wird. Eigentlich ganz gut gespielt bis dahin. Ich hab die gleich, Chat. Ich hab die gleich. Langsam habe ich ihre Moves drinne. Gleich sie fällig. Die Nudel. Nimm das! Ich habe mit Absicht den Angriff früher also nicht komplett maximal aufgeladen. Damit sie mich jetzt nicht mit der Scheiße for free treffen kann. Dazu, dass keine neuen Ads spawnen, wenn man einen am Leben lässt. Oh mein Gott, Digga. Und dann spawnen so mega schnelle und er ist wieder beschäftigt, kann ich mich nicht wiederbeleben. Es spawnen, ihr habt's gesehen, so richtig schnelle Magma-Typen. Digga, ist das bodenlos.